Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Hearts of the Swarm. Euer Reaper ist wieder am Start und ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere beiden Hauptprotagonisten wieder den herrlichen Bund eingehen können, dem sie von Rechts wegen her zusteht. Also, Wenn du auf es geht's! befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Kurs setzen. Valerian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung, psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie? Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von... Mira Hahn. Die Söldnerin? Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist kompliziert. Bringen wir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. Ja, Mira Hahn. Für jeden, der das Hautspiel kennt, ne? Sollte gewarnt sein, die zwei da, ne? Matt und Mira. Oh, was will denn Isha? Wir haben das Territorium der Liga erreicht. Sollen wir weiter zur Forschungseinrichtung? Noch nicht. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Wird es uns einen besonderen Vorteil verschaffen, meine Königin? Soll Abatur sich auf eine neue Essenz vorbereiten? Ruhe, Isha. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Es wird nicht gut ausgehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Oh, Zagara. Mein Verständnis von Weitsicht muss unvollständig sein. Warum sagst du das? Weil ich den strategischen Vorteil dieses Ortes nicht erkennen kann. Es gibt keine Essenz zu absorbieren, keine Feinde zu bezwingen. Dennoch weiß ich, dass du über Weitsicht verfügst. Deine Taten haben stets einen tieferen Sinn. Meine Gründe dafür, hierher zu kommen, sind meine eigenen. Es ist ein gutes Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten, meine Königin. Dennoch werde ich versuchen, sie zu finden. Versuch es nur, Zagara. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies außerhalb deines Verständnisses liegt. Der Hacker? Warum bist du so davon besessen, Essenzen zu sammeln? Es bedeutet Überleben. Weil dich neue Essenz mit Macht erfüllt? Macht ist eine Falle. Die Rugelführer sind dir zum Opfer gefallen. Wenn es nicht Macht ist, was bringt dir Essenz dann? Essenz ist Veränderung. Veränderung ist Überleben. Sammeln und leben. Stillstehen und sterben. Hey. So, dann wollen wir mal die Mission wechseln. Das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt. Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Hahn gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Ja, dann wollen wir da mal reinspringen. Springen. Volle Energie auf die Hyperraumtriebwerke. Ja. Wie steuern wir jetzt? Ach ja, klar, wir steuern jetzt die Hyperion. Das wird lustig. Wir steuern jetzt den einzelnen kleinen, großen, schweren Kreuzer. Na, das wird ein Spaß. Aber das Schiff ist auch ein cooles Schiff. Also von daher.
Mira Hahn, hier spricht Prinz Valerian. Können Sie mich hören? Natürlich, Prinzessin. Und ich weiß auch, dass Matthew in der Nähe ist. Ich will mit ihm sprechen. Sie vergessen, mit wem Sie hier reden, Söldner. Hallo, Mira. Matthew, du schreibst mir nicht, du rufst nicht an. Man könnte meinen, ich sei dir egal. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast Colonel Orlin und wir brauchen ihn. Er ist der Einzige, der das chiffrierte Netzwerk der Liga hacken kann. Nun, ich würde gerne helfen. Ich brauche nur die Erlaubnis von James Rayner. Jim ist im Moment nicht hier. Oh je, in dem Fall kann ich euch Colonel Orlin nicht überlassen. Mira, wir brauchen Orlin, um Jim zu befreien. Gib ihn doch einfach frei. Unser Ruf ist alles, was wir Söldner haben, Schatz. Ich werde meinen Gefangenen niemandem außer dem Kunden überlassen. Noch nicht einmal jemandem mit deinem verflucht guten Aussehen und Charme. Tut mir leid. Wir könnten ihre Aktivitäten in diesem Asteroidenfeld unterbinden. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen ihre Hauptbasis zerstören. Aber sie wird es uns nicht leicht machen. Wir müssen unsere eigene Basis errichten. Eine von Miras Flotten hält sich in der Nähe auf. Wir können sie ausschalten und dort selbst Station beziehen. Na gut. So, Gruppe 1. Kurs ermittelt. Fähigkeiten haben wir noch keine. Machen Sie es so. Die Sensoren zeigen uns jetzt die Position von Miras Station an. Lasst uns anfangen. Langsame Fahrt voraus. Hey Jungs, die Asteroiden vor uns sind zu nah beieinander, um durch sie hindurch zu... Gut, diese kurzen Sprünge sind auch nützlich, wenn ihr in Gefahr geratet. Auf Sie, Raiders. Bestätigt. Auf Kurs. Da wollen wir mal schön hier die feindlichen Jäger zerstören. Kurs ermittelt. Noch geht's unserem Schiff ja relativ gut. Eine Regeneration haben wir auch. Ziel erfasst. Mira hat eine Kampffliegerpatrouille in der Nähe. Es sind mehr, als unsere Hauptgeschütze auf einmal erledigen können. Aber wir können unsere eigenen Kampfflieger rausschicken. Das wird die Chancen ausgleichen. Haltet die Augen auf. Durchaus praktisch. Vorsichtig. Großkampfschiff plus Kampfjägergeschwader und Feuer frei. Koordinaten eingegeben. Langsame Fahrt voraus. Diese Abwehrstationen haben eine große Reichweite und verursachen verdammt viel Schaden. Zum Glück verursacht unsere Yamato-Kanone aber noch mehr. Kurs ermittelt. Bestätigt. Ganz vorsichtig. Nee, einen Reparaturbot brauchen wir gerade nicht. Langsame Fahrt voraus. Mehrere Feinde gerichtet. Kampfflieger auf Kampfflug. Bestätigung Sichtkontakt. Greifen Ziel an. Ziel erfasst. Machen Sie so. Das ganze Kurs hier runternehmen. Gute Arbeit. Wir können diese Basis verwerten, sodass sie ab jetzt automatisierte Kampfflieger für uns produziert. Jedes Mal, wenn sie eine Flotte zusammengestellt hat, wird sie sie gegen Miras Jungs in den Kampf schicken. Können wir da nicht einfach mit ihr drüber reden? Hier draußen funktionieren die Dinge anders, Valerian. Hey, Magnetminen! Diese Schätzchen können ganz schön wehtun. Sie werden gerade auf dich zufliegen, also kannst du ihnen ausweichen. Du kannst auch einen Sprung einsetzen. Ja, die Dinger wären jetzt spaßig, glaube ich. Koordinaten eingegeben. Mineralien! Mineralienfelder. Wir können sie abbauen, um mehr Ressourcen zu erhalten. Besorg dir die Mineralien und ich kann die Hyperion mit Upgrades versehen und sie noch stärker machen. Bestätigt. Die Sensoren zeigen mehrere Mineraliencluster in der Nähe. Sie werden allerdings von Magnetminen geschützt. Daten eingegeben. Bestätigt. Langsame Fahrt voraus. Haltet die Augen offen. Es gibt doch gut so. Mineralien hier. Exzellent. Laut den Sensoren haben wir alle Mineralien in dieser Gegend eingesammelt. Auf Kurs. Habe ich gesehen. Machen Sie so. Da
Dann ab zum nächsten Ziel, wenn wir hier alles haben. Halt. Machen Sie so. Tja. Und Level up. Upgrade abgeschlossen. Ganz egal was. Alles ist jetzt besser. Beschaff mir mehr Mineralien und wir wiederholen das. Die Sensoren haben Kelmorianer in der Nähe entdeckt. Sie verfügen über eine starke Verteidigung. Und sie haben ein Großkampfschiff. Die könnten sie natürlich jederzeit umgehen. Aber vielleicht haben sie wertvolle Ressourcen oder Ausrüstung. Haben Sie ein Visier voraus. Oh, Matthew, ich hasse es, wenn wir uns streiten. Kann es sein, dass Sie beide eine gemeinsame Vergangenheit haben? Ermutigen Sie sie nicht. Haben Sie im Visier ein Kontakt ein Schlachtschiff. Haltet die Augen auf. Der Raumhafen baut noch mehr Schiffe, um uns anzugreifen. Wir müssen ihn schnell ausschalten. Ziel erfasst. Alle auf Kampfstation. Greife Ziel an. Wollen wir schnell den Raumhafen hier zerlegen, ne? Haben Sie im Visier. Ein neuer Kampfjäger raus. Gute Arbeit. Drängt weiter vorwärts. Matthew, das war nicht nett von dir. Vollautomatisierte Basen sind ziemlich teuer. Aber mal kurz den Kurs zurücksetzen. Haltet die Augen offen. Denn hier unten sind die Kelmorianer und die holen wir uns mit dem entscheidenden Vorteil. Die haben zwar ein Großkampfschiff, aber das sollte für die verbesserte Hyperion kein großes Problem sein. Ganz und dazu haben wir hier sogar noch Minen rumliegen. Ne? Das ist ja. Haltet die Augen auf. Machen Sie es. Bestätigen Sie Kontakt. Sie haben Kontakt eingegeben. Bestätigt. Das ist ein Reparaturbot. Wenn wir ihn uns schnappen, kann ich die Hyperion sofort reparieren und unsere verlorenen Kampfflieger ersetzen. Ganz vorsichtig. Bestätigen Sichtkontakt. Feindkontakt bestätigt. Ziele erfasst. Haltet die Augen offen. Ja, wo will er denn hin? Richtet alle Geschütze aus. Unsere Systeme sind außer Gefecht. Ich kümmere mich drum. Kurs ermittelt. Greifen Ziel an. Ziel erfasst. Langsame Fahrt voraus. Auf Kurs. Ganz kurz. Schon wieder. Verdammt. Kurs ermittelt. Machen Sie so. Sie hatten einen Generator für elektrische Felder. Dieses Baby sorgt dafür, dass gegnerische Schiffe überlastet werden und setzt sie so kurzzeitig außer Gefecht. Installieren Sie es, Chefingenieur. Es ist bereits aktiv, Jungchen. Ich verrichte gute Arbeit. Jungchen? Im Gegensatz zu ihm, Prinz Valerian, bist du jung. Augen offen. Aber hier Minen drin? Ja, da. 5, 8. 6, 7, 8, ja. Ich verzweifelte gerade daran, ob ich wirklich noch richtig zählen kann. Alle Jäger aus. Auf Kurs. Bestätigt. Ganz vorsichtig. Machen Sie es so. Hä? Ach so. Haltet die Augen offen. Reparaturen sind schon abgeschlossen. Auch gut. Langsame Fahrt und voraus. Stufe 3. Großer Mittel. Hey, die Hyperion ist jetzt noch stärker. Kannst dich später bedanken. Ich
glaube, das waren alle Mineralien, die es hier in der Gegend gibt. Sieh so. Langsame Fahrt voraus. Dann fliegen wir zum nächsten Gebiet. Turbots, Mineralien. Mehrere Feinde gesichtet. Haben Sie Koordinaten eingegeben? Backup-Flotte ist auch unterwegs hier gerade. Bestätigt. Ziehen. Kurs ermittelt. Auf Kurs. Haltet die Augen offen. Ganz vorsichtig. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Beginnen Einsatz. Haben Sie im Visier. Ziel erfasst. Ist so. Oh, da wollen wir doch mal, oder? Einmal springen. Zack. Haben Sie im Visier. Bestätigt. Mehrere Feinde gesichtet. Bestätigen Sie, dass Sie erfasst. Greifen Ziel an. Bestätigen Sie, dass Sie gesichtet. Koordinaten eingegeben. Jetzt wird's heiß. Schön mit Trick 17 gearbeitet. Mehrere Feinde gesichtet. Langsame Fahrt voraus. Oh. Wir gewinnen. Nicht nachlassen. Haltet die Augen offen. Ganz erfasst. Kurs ermittelt. Langsame Fahrt voraus. Machen Sie so. Alles klar. Sie Alter, hat sämtliche Upgrades. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Leistung aus ihr herauspressen können. Eingegeben. Die Augen offen. Wir holen aber trotzdem alles an Mineralien. Ist ein Bonusziel. Ganz vorsichtig. Matthew, du hast all meine Mineralien gestohlen. Langsame Fahrt voraus. Machen Sie so. Ganz vorsichtig. Auf Kurs. Haltet die Augen offen. Mehrere Verständigen sich erfasst. Matthew, glaube nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Wann hast du mir je etwas leicht gemacht? Ich habe immer gedacht, du magst es hart. Zeig nicht, was dieses Schiff drauf hat. Die haben eine sehr merkwürdige Art und Weise, miteinander zu sprechen. Feindkontakt bestätigt. Ziele erfasst. Ganz vorsichtig. Auf Sie, Raiders. Haben Sie im Visier. Ziel erfasst. Ziel ein. Auf Kurs. Jetzt noch mal kurz springen. Zing. Geil. Hier gibt's Ressourcen. Die nehmen wir noch mit. Gib schon auf, Matthew. Ich werde nett zu dir sein. Versprochen. Was denn hier übersehen? Oh, ich Angst habe. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Matthew. Dies hast du dir selbst zuzuschreiben, Mira. Ich wollte es nicht so weit kommen lassen. Die Augen offen. Wäre ja fast schief gegangen. Langsame Fahrt voraus. Bestätigt. Kurs an den Weg. Ist nicht persönlich. Auf Kurs. Mach dich schön. So geht's auch. So, Feuer. Mehrere Feinde gesichtet. Bestätigen Sichtkontakt. Sie kommen von hinten. Greifen Sie an. Richtet alle Geschütze aus.
Koordinaten eingegeben. Bestätigt. Langsame Fahrt. Stopp! Aufhören! Du gewinnst, Matthew. Du hast meine Basis zerstört und mein Herz erobert. Schon wieder. Sie ist sehr seltsam. Können wir bitte einfach Colonel Orlan einsammeln und verschwinden? Und zwar jetzt. Ich schicke diesen schäbigen Typen in einem Shuttle zu euch. Ihr seid doch alle verrückt. Warum sollte ich euch helfen? Wir könnten sie auch zurück zu Mira Hahn schicken. Sagt mir, was ihr braucht. Hier muss ich jetzt Miras Marodeure neu aufbauen, Matthew. Aber wir sehen uns wieder. Nicht allzu bald, hoffe ich. Und ich dachte, die Politiker der Liga hätten einen rauen Umgangston. Ja, erfolgreich durchgeführt. Oh, wir haben 27 Kampfflieger verloren. Und eine Errungenschaft haben wir nicht. Oh, ja, wir sind von mehr als einer Magnetmine getroffen worden. Naja, wer solche Freunde hat, ne, dann braucht man sich nicht um irgendwelche Feinde zu kümmern. Also dann, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss.